Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Wir sind das letzte Mal genau an dieser Stelle stehen geblieben. Ich habe gerade irgendwas gehört. Aber wir müssen nicht zum Hauptquartier, glaube ich, oder? Doch. Also unsere Waffen haben wir ja schon wieder. Ja, die Waffen haben wir schon. Auf diese Quatsch. Muss da aufpassen, gell? Vor allen Dingen aufpassen muss ich hier auf die Assassinen. Ja, das ist eh rechtzeitig in dem Modus. Das stimmt. Da ist zum Beispiel einer. Was tust du? Der sieht dich ja eh nicht. Der da? Der schon, ne? Kann man irgendwie über das Gebäude drüber? Musst du halt da raus, dass du drauf kommst. Schaut man nämlich fast so aus, als ob man da auch etwas drüber könnte. Vor allem die teleportieren sich auch immer fleißig. Aber die können auch teleportieren? Ja. Moment, Sekunde, warum ist das nicht auf dieser Taste? Moment. Oh, yes. Wo ist der andere? Such einen anderen und bring ihn um. Ich kann also mit einem Typen niemanden töten. Kannst du aber eh gleich da lassen. Ja. Das siehst du nicht an. Aufpassen. Umschalten nach der Nachtschicht. Mhm. Der Hals da ist. Wenn du jetzt hier hochkommst, habe ich ein Problem, Freundchen. Ja, wieso? Bringst du mal. Ich möchte ja nicht tödlich spielen. Ja, aber im Notfall bringst du mal. Dass sich halt wieder irgendwas teleportiert. Und ups, und. Oh! Shit! Okay. Nö. Warum mache ich das Spielladen nicht einfach mit F6? Du musst dich nicht runter. Runter beamen hinter ihm, dann bist du sicher. Ja, stimmt. Und? Und geh auf für Beamern und geh um die Länge. Tschüss. Die Sache ist, hier hat sich gerade noch irgendwas herumgebeamt. Das beunruhigt mich zugegebenermaßen. Ja, aber du darfst das ja sehen. Ah, da oben ist ein. Gehen Deckung. Das geht sich nicht aus. Die Sache ist. Das sieht hier nicht. Ja, solange er da oben bleibt. Na, da auf den Vorsprung kommst du auch nicht. Und hi, zu ihm. Beam dich hinter ihm. Er sieht dich ja nicht. Beam dich hinter ihm. Und zack. Und geh unter ihm. Sehr toll. Na, du weißt nicht, dass du richtig beamt hast. Da, was ist mit rechts abgekehrt? Einfach. Was? Wo? Rechts. Wo ist rechts? Aha, das geht nicht. So. Psst.
Ganz ruhig. So. Zu Daubs Hauptquartier nach Central Rajshahi Refine Station, also Raffineriestation. Nach Central Rajshahi. Natürlich, vernichte alle Gegner, also. Zu Daubs Hauptquartier geht's links. Okay. Wanted out. Denkt sich hier seine eigenen, wie nennt man sowas? Steckbriefe auf. Aufpassen. Hm. Sollte mich gleich mit der Linie rechts aufhören. Da drüben ist schon ein Success. Vielleicht über unten oder über ganz oben. Aber ich glaube nicht, dass wir da drüber kommen. Ja, nicht von da. Von da nicht. Nein. Noch höher kommen wir hier auch nicht. Kommen maximal. Nein, da kommst du nicht hier. Heilige Scheiße! Es hat er mich gerade erschreckt! Ja, ich weiß nicht, du musst sofort nach links dran. Ich glaube fast, dass unten ein bisschen besser wäre, oder? Ich habe keine Ahnung. Du tätest mich nicht beamen. Schau, kommst du nicht von links rein irgendwie? Ich könnte. Gerade einmal links. Links, wo ist links? Dass du da reinkommst, hörst du? Ah, okay. Marthas Tagebuch. Bitteschön. Ja, so. Vorsicht. Vorsicht. Der Hans da ist. Der sieht den. Der sieht mich jetzt nicht. Vorausgesehen. Ja, die Sache ist, wenn der oben, da oben nicht wäre. Vielleicht kommst du im Haus noch weiter rauf. Schau mal. Ich muss mich umschauen ein bisschen. Ja, vielleicht über. Da, ja, das schaut gut aus, oder? Ja, sicher. Okay, Schrägdächer mag Corvo scheinbar gar nicht. Scheiße. Oh, ja. Noch weiter rauf, es geht sicher noch weiter rauf. Nein. Das ist highest point. Die Sache ist, ich könnte jetzt etwas ziemlich stylisches machen. Wenn ich weiß, wo alle Gegner sind. Und ich auch alle gleichzeitig im Blick habe. Kann ich nämlich Folgendes machen. Was ist das jetzt? Mhm, schaut gut aus. Das ist halt dumm auf Nachtsichtmodus. Weiß nicht, was du. Boah, das hat viel Mana gekostet. Soll ich nicht mal an, nie. Schnell.
So, die Sache ist, ich kann ihn jetzt leider nirgendwo runterschmeißen oder so. Da steht er her und wenn er runter wird, da ist er heim. Okay, okay. Das waren jetzt aber alle, oder? Ich hoffe. Ja, da ist. Sechs Stöcke. Schaut gut aus. Um nicht zu sagen super. Das Gute ist durch die Schleifstiefel. Schade. Das Gute ist, durch die Schleichstiefel können wir ungehört herumgehen. Ja, genau. Ja, aber jetzt war es einmal wichtig, dass du die Kunst hast, die du nervös. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Schade. Da wäre... Nein, da waren wir noch nicht zum Beispiel. Umschauen. Hund, ein Hund. Ich weiß, Hunde kann man töten ohne quasi negatives Karma zu haben. Ja, dann auf was du nicht oben gehen. So, das war ja unnötig. Jetzt bist du wieder herum und kommst wieder links drauf. Unbedingt auf die Laternen, das verstehe ich nicht. Du warst in dem Haus, warum bist du da nicht drin geblieben und hast dir mal umgeschaut? Hab ich doch! Na, du hast dir nicht umgeschaut, du bist keine Treppen aufgegangen, nix. Schau dir mal um, ob du irgendwas Herzmäßiges findest. Ah ja, stimmt. Da unten ist was. Da hinten ist was. Da drüben sind ein paar Sachen. So. So. Was ist hier? Ein Auszug aus dem Tagebuch eines Attentäters. Die vier Hunde, die wir von den Aufsehern gerettet haben, machen große Fortschritte. Ich bin zuversichtlich, die Wirkung des Trainings, der Faktiker... Gut. Der weiß auch nicht, dass es nicht mehr zwei Hunde sind. Aber da weiß, dass nur zwei Hunde irgendwo sind. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen... Bolzen. Und vor allen Dingen weiß ich so doch auch, dass die Hunde auch vielleicht einsetzen wie die Aufseher. Gut. Eine scheint da unten zu sein. Ich gehe mal da oben rein, ja. Shootouts, Hauptquartier, aber ich habe mich hier noch nicht ganz umgeschaut. Und das will mir nicht gefallen. Das ist nur ein Hund. Mhm. Ja, Armbrust, aber mit dritte Todespfeilen, nicht zum Betäubungsbolzen. Du bist tot, oder? Ja, du backst da rum. So, schauen wir mal, ob es dort hinten weitergeht. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was uns Geld bringt. Eine Dekorplatte. Oh, sehr gut. Den Bolzen zurück. Oh, hier ist ein Knochenartefakt. Sehr gut. Blutochsenherz, dein maximales Mana wurde leicht erhöht. Ja, schon. Das ist cool. So, der Rest. Pistole. Was ist das? Ja, aber das andere, was ist das andere? Pistole und Kugeln. Ah. So, jetzt haben wir nur noch eine Rune, die scheint quasi direkt unter seinem Hauptquartier zu sein. Aber dort vorne haben wir uns noch nicht umgeschaut auf diesem Art Hauptplatz.
bei sich das Wasser. Genau. Weil hier scheinen keine Fischchen rumzuschwimmen. Aber vielleicht kommen wir hier rein. Sorry, we're closed. Das ist auch irgendwie witzig. Oh, da ist was. Achso, das ist... Moment, das... Das taugt mir nicht, was du jetzt magst. Das weißt du schon, gell? Warum? Bei mir taugt es einfach nicht. Das war... Ja, muss es... Das Fenster unter Wasser. Da kannst du es auch haben. Nein, ich kann unter Wasser nicht mit meinem Schwert zücken. Aber da drin sind so viele Sachen, da muss es irgendwo reingehen. Rocco. Die Frage ist, wie man da hinkommt. Kommt man doch garantiert irgendwie hin. Kann man mir ja nicht erzählen. Ja, von der anderen Seite. Wahrscheinlich. Ich bin im Hauptquartier. Ah nein, hier! Wir waren drinnen! Eine halbe Sekunde lang. Aufpassen. Okay. Rotblick, da ist einer gegangen zuerst. Ja, dort oben und dort unten. Aber hier in der Mitte nicht. Aufpassen, das ist ja nicht Sicht um. Stimmt. Vorsicht. So. Gut. Der andere, der muss unten oder so. Der, ja, der ist noch da unten. Ah, da kommen wir auch in den Unterschlupf. Der ist gerade noch ein wenig weiter unten. Jetzt muss das passen. Der kommt auch, wenn du hinter ihm musst. Hinter ihm. So. Gut. Habe ich doch schon. Okay. Nein, nein. Was machst du? Oh. Ganz schön tief. Dauert Schlüssel erforderlich. Am Arsch. Okay. Ich gehe erstmal runter, weil oben ist Daut, da interessiert es mich doch viel eher, was hier unten ist. Weil das scheint mir sehr ein Gemälde von Sokolov zu sein. Ja! Da zacke! Okay, das hätte ich mal sparen können. Weil da oben darfst du jetzt nicht mehr, gell? Ja, weil weiter komme ich nicht mehr hoch. Okay. Puh. Ja, ich verstehe dich nicht. Warum drehst du dich nicht einfach um, dass du siehst, was du hier ist doch... Hier, da ist die Rune, oder? Ja. Perfekt. Hier ist keiner. Fünf Runen soll es da geben. Und eine haben wir. Ja, wenig. Ah, vielleicht ist das Level noch ganz schön lang. Bezweifle ich zwar fast, aber... Naja. Geht nicht ganz hoch, okay. Ganz hoch, es geht eh nicht höher als so. Die Sache ist, kann man durch Glas hindurch
Schön. Ja, wo kriegst du da den Schlüssel her? Da unten ist ja kein Item mehr gelegen. Ja, vor allen Dingen muss es einen anderen Eingang geben da. Ja. Vielleicht weiter oben. Die Wochen hat er keinen Schlüssel, oder? Das haben wir ja nichts gesehen. Nee. Schau dir mal um, das musst du sehen. Ob da ein Schlüssel ist. Ich meine, in Verrot siehst du das ja. Ja, nein, da ist aber kein Schlüssel. Nicht bei ihm. Da wo? Überhaupt nichts. Das wird dort, einer von den beiden wird wahrscheinlich dort selbst sein. Falsch. Aber vielleicht hier. Das vielleicht woanders noch reingeht. Ah ja, an einer Stelle geht es garantiert noch rein. Na gut, hier nicht, aber auf der anderen Seite waren wir direkt beim Eingang. Dann haben wir scheinbar keinen Schlüssel gebraucht. Dass ich das nicht geschissen kriege. Aber ich habe hier immerhin noch das gefunden. Dort Schlüssel erforderlich. Gut, müssen wir uns merken, dass hier und unten zwei Dinge sind, die man mit Dautschlüssel scheinbar öffnen kann. Warum gehst du wieder runter? Weil auf der Seite, siehst du da? Ja, dort kommst du wieder nirgends hin, dann musst du wieder rundherum rein. Ja, aber ich glaube schon, dass ich dort wohin komme, weil da. Schau mal die da um, ob da irgendwo ein Schlüssel ist. Da waren wir ja schon. Ja, dort haben wir ja schon alles geklärt. Gut, ich würde dann aber sagen, wirklich in Dauts Unterschlupf rein, kommen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Dishonored. Ja, ja.